weiß nicht, ob wir da reingehen können, Claudia. Saug dich weg für weiter rein. Halt mal, du hast irgendwie ein Palmwedel in der Kette. Oh, der ist aber hübsch. Oh, bist du ein Blümchen? Dankeschön. Danke. So muss ein Trail aufhören. Jetzt den Barranco de los Hombres. Ja, oh Gott. Ja. Bin ich da gerade runtergefahren? Ja. Und die Kamerafrau muss wieder rauf. Sehr schön. Ich komm's kaum rauf. Du Wahnsinniger. Leider geil. Irgendwo hier in den Bananenplantagen von Tazacorte muss die Cueva del Perdido sein. Cueva del Perdido. Angeblich 2 Kilometer tief den Berg rein. Ah, ein großer Saal. Kannst du hier stehen? Hier ist sogar ein Loch. Guck mal, was hier für lustige Dinge an der Decke sind. Also ich besser mal den Ausgang merken, sonst wird's übel. Ich sehe Licht, Luft, Leben, Freiheit. Können wir jetzt wieder rausgehen? Ich gehe jetzt biken.
Shuttle ist da. Haha. Shuttle Driver. Hier hört die Straße wohl auf, oder? Ja, ich glaube, hier hört die Straße auf. Die letzten Meter nur zu Fuß, oder wie? Aber nur, weil ich sonst alles wieder rauftragen müsste. Ausnahmsweise. Bis ganz vorn auf den Sporn. Claudia, wollen wir da wirklich runtergehen? Ja. Du weißt, dass da unten, da wohnt die Blair Witch Hexe. Aber die kennt den Film nicht, insofern ist es ihr völlig egal. Ich sag's dir, Blair Witch. Da, da. Ah. Du wirst dich noch umschauen. Es überlebt immer nur einer. Du siehst zu viele schlechte Filme. Wenn wir zurückkommen, ist Flut. Ja. Die Flut kommt und wir sind angeschissen. Claudia, da geht's doch nirgendwo hin. Also wenn das jetzt kein Blair Witch-Zeichen ist, dann weiß ich nicht mehr. Und sie geht immer noch weiter. Ah, vielleicht geht es ja doch noch weiter. Hier ist übrigens der Opferstein. Statt so einem normalen Wanderweg wie jeder, probieren wir jetzt erstmal irgendwas auf so einer Wasserleitung. Mal gucken, was du das wieder hinführst. Stefan sich da ausgedacht hat. Das wird super. Hauptsache, wir klettern erstmal über illegale Absperrungen. Ja, genau. Das fängt ja schon mal gut an. Caldera de Taburiente Extreme Levada Trail. So, hier ist schon das erste Problem. Mit der Wasserleitung. Ah. Problem geschafft. Hier ist schon das zweite Problem. Claudia, du gehst vor. Oh oh. Na gut. Ich hoffe, es kommt nicht in Bewegung. Da vorne kommt Problem Nummer 3. Das wird vielleicht ein bisschen komplizierter. Eieiei. Ich glaube, das Abenteuer auf der Wasserleitung ist schon wieder vorbei, bevor es noch richtig angefangen hat. Hast du mal einen Flex dabei? Ich komme da oben schon durch. Wie? Du kommst da durch? Ich komme da nicht durch. Ich will hier rein. Passt du da durch? Ja, das Loch passt schon durch. Wie ist es mit außen vorbei? Okay, es geht auch nicht wirklich. Das ist ja gemein. Macht ja nichts, ist trotzdem schön hier. Man muss alles mal probieren. So schlimm ist jetzt der normale Wanderweg auch wieder nicht. Wie nasse Füße hier. Also so ganz langweilig ist er jetzt auch nicht. Dank Gustias. Kein jordanisches Wadi. Aber könnte schlimmer sein.
Nein. Da hilft nur raufklettern. Irgendwie Reibung mit Klickschuhen. Ja, super. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Ich habe leider nur eine Hand frei wegen der Kamera. Es tut mir leid. Warte mal. Scheint ein bisschen glatt zu sein. Hier, wo dein rechtes Knie ist, kannst du den Fuß hinstellen. Ja, noch ein Stück höher. Ja, da genau. Ah, also. Der richtige Weg geht eigentlich außen rum, aber das habe ich hier nicht gesagt. Geht ja. Gut, jetzt schon eine Hilfe. Auf den Canyon kannst du den ganzen Tag raufgehen und kommst nirgendwo an. Ich will es jetzt schon. Und dann mal weiter. Schottermassaker. Jiha. Frag mich, ob den sonst keiner fährt, den geilen Canyon. Barranco Angustias, aus dem Nationalpark raus, immer im Flussbett bis nach Tazacorte runter. Eigentlich alles fahrbar. Wo gibt's jetzt einen Kaffee? Kaffee gefunden. So, ich baue erst einmal einen Kanya. Jetzt ein bisschen holprig. Das ist ein Scheiß. S2 ist es jedenfalls mal nicht, so wie es auf der Karte steht. Er ist zu kaputt. Ja, auf so einem Schrott kann doch kein Mensch Fahrrad fahren. Kindskopflose Lavabrocken da, alles lose. Und daneben total rutschig. Trail Maintenance. So, jetzt kann man es aber auch fahren, Claudia. Ich glaube, wir sind bald da.
Vulkan Deseada, 1000 Höhenmeter mit dem Auto, 500 mit dem Fahrrad und 500 zu Fuß oder irgendwie sowas. Über den Wolken, aber nur noch um 20 Meter. Schneller. Ich fürchte, die Wolken werden uns trotzdem einholen. Er braucht schon ein E-Bike, wenn man gut gefrühstückt hat. Das waren ja nur 20%. Kein Gewinsel hier. Ah, Bocadillo. Bocadillo con pollo y todo. Schon ein bisschen her seit dem Frühstück. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Ah, Serpentinen könnten dem Weg nicht schaden. Könnt ihr auch sein Rad unten lassen. Aber da müsste man ja wieder runterlaufen. Das kommt heute nicht in Frage. Eine verkackte Wolke macht sich auf den Weg zum Gipfel. Was sagst du dazu? Ja, genau. Wir haben zu viel Medienpausen. Wir müssen ein bisschen Dauerlauf. Komm, komm auf. Ja, laufen. Ja, genau. Und was mache ich? Tief zum Fahren der Sand. Ruta de los Volcanos. Schade, weil da darf man nicht mehr Radfahren. Und tschüss. Claudia. Die Wolke ist weg. Die Wolke ist weg. Na dann steht da dem Vulkan nichts mehr im Weg. Mach mir das Gipfelkreuz. Danke. Da ist El Hierro. Da ist Gomera. Da ist der Teide. Verschwindet alles im Dunst. Ja, ungefähr noch 30 Sekunden sichtbar. Also ohne Bike ist es schon ein Gestöpsel. Ja, ich ärgere mich. Ja, man hätte sie auch rauftragen können. Ja. Ui, Kajette Nummer 10. Geht's überhaupt weiter? Immer diese steilen Stellen zum Frühstück. Ja, ist doch super. Das sind Uphills. Steile Uphill hier. Ach. El Paso. Ja, mei. Macht euch Schatten. Die Palmeros bauen keine flachen Straßen. Da raten man doch mit einem Lächeln die 22% hier rauf. Lächeln bitte. Auch von hinten. Und riecht's noch was? Ja, zeig's mir nur. Hauptsache Kurven fahren. Ich glaube, Drachenbäume sind zu groß, um sie zu umarmen. Kannst du das doch bei einem Armen und bei einem Berg?
Der geht ganz schön runter, der ist größer als man denkt. Du weißt schon, dass hier sonst keiner fährt. Okay. Ich weiß jetzt auch warum. Wir können auch wieder rauftragen. Was raschelt da im Unterholz? Doch kein Weg. Das ist eine Wasserleitung. Ja, mei. Kann nicht immer Glück haben. Ich mag sowas. Ach so, ich mag sowas nicht. Ja. Da ist tatsächlich ein Weg. Also da war mal ein Weg. Ja, super. Geht doch. Kontrolle. Da ist tatsächlich ein Weg. Da freut man sich doch richtig, dass man kein E-Bike hat. Definitiv. Diesen 20 Kilo Prügel wollte ich da nicht rumschleppen. Durch den Dschungel hier. Ah. So ein geiler Drachenbaum. Ah, ein Drachen im Drachenbaum. Boah, da unten sind noch viel mehr. Das ist ja wirklich ein Bosque del Drago. Guck. Das steht ein bisschen am Abgrund, war dir das bewusst? Nö. Erst klettern, dann schauen. Das. Ja, passt ja. Aber gerade so. Die Hand nicht vom Lenker nehmen, es ist zu steil. Du musst es in den Mund nehmen. Mahlzeit. Das machen wir besser wie bei der Tour de France. Barranco. Raus aus dem Barranco. Gut, dass es ungefähr 35 Grad hat. Schneegestöber. Dann lieber 35 Grad. Das ist die Riesenbadewanne. Passt doch. Genau meine Größe. Ich glaube, ich bin sauber. Ich bin einverstanden mit diesem Feuer. Gestern noch Cocktails am Strand. Heute ein Lagerfeuer am Berg hoch. So, alles wieder gut. Wuhu! Schon ziemlich geil. Der Trail ist allerhöchstens S0.
ein bisschen Salz mit von hier. Ja. Ja. Salzig. Salzig und dreckig. Das ist auch der richtige Weg hier. Ich glaube, da geht's zur Cueva de la Luz. Schauen wir mal, ob wir die Höhle finden. Auf diesem Schild steht, bitte hier die Fahrräder abstellen und frohen Mutes weitergehen. Oder? So übersetze ich das. Hier rechts. Ich glaube, wir gehen einfach mal diesen Sporen vor und dann wird schon irgendwas kommen. Haben wir jetzt schon ein Dead End hier? Nee, muss irgendwo weitergehen. Schauen wir, ob es hier vorne besser geht. Der Weg ist ein bisschen abenteuerlicher, als ich gedacht habe, zu Cueva de la Luz. Ja, mei, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es geht immer noch direkt auf dem Sporen runter. Tendenziell, ich glaube, es ist einfach da unten irgendwie auf dem Absatz, wo der Track hingeht zumindest. Ganz schön wild. Ist doch ein toller Wanderweg. Ja. Claudia sagt, dass das ein toller Wanderweg ist. Das ist ein super Wanderweg. Wir wussten bis gestern noch gar nichts davon. Claudia? Ja. Ah, da ist was. Eine Seilschlinge. Eine Seilschlinge. Ja, geil. Da ist noch, da geht's runter. Okay. Aber nur eine Schlinge. Nur eine Schlinge. Scheiße. Oh geil. Und da kommt total, wenn da eine Welle reinkommt, da kommt total die Luft drauf. Ja, aber das ist mir ein bisschen senkrecht. Da gibt's irgendwas da unten. Ist da irgendwie eine Leiter oder so? Ein bisschen ein peinlicher Strick. Original verpackt. Ich glaube, er hat 1,50 Euro gekostet. Soll ich da mein Leben dran hängen? Nein, es ist ja nur ein bisschen zum Anhalten, oder? Wie lang ist denn die? Ja. 10 Meter? Passt schon, oder? Und unten ist sie. Wir gehen hier nicht rein. Ich glaube, das ist irgendwie der obere Ausgang oder so. Da muss es nochmal einen unteren Eingang geben. Da ist, ich würde sagen, 20 Meter unter uns so ein tiefer grüner Meerpool. Mhm. Wir müssen den anderen Eingang finden. Okay. Man könnte vielleicht einfach springen. Bloß dann kommt keiner mehr wieder. Dazu ist das Seil nicht lang genug. Kommt man nicht mehr raus. Ich glaube, das könnte der untere Eingang sein. Claudia, ich glaube, da wollen wir nicht rein. Es ist eine schöne Wetterhöhle. Vielleicht auch eher was für den Sommer. Ich glaube, da ist noch ein Eingang. Musst du mal reinschauen. Du musst reinschauen. Das ist jedenfalls nicht ganz so tief wie das andere. Schauen wir mal rein. Aua. Tschüss. Hier sind 8 Windstärken in der Höhle. Immer wenn eine Welle kommt. Ja, ja, ja. Wir haben es gefunden! Willkommen in der Cueva de la Luz. In der Sturmhöhle des Lichts. Hier weht ein Wind, das ist nicht mehr feierlich. Siehst du, was ich sehe? Ja, ein blauer Pool. Ein blauer, geiler Pool. Leider ist er ungefähr 15 Meter nah. 10 Meter unter uns. Mhm. Springst du rein? Dann muss ich hier unten verhungern, oder? Ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommt. Das
mich wundert ist, warum für die nächsten 10 Meter keine Leiter da ist. Ich kann doch nicht überhängend an dem blöden China-Ladenstrick da runtergehen. Ah, mein, ist das ein dünner Strick. Ja, mein Leben will ich da nicht dranhängen. Immerhin reicht er bis unten. Ich hänge ihn mal rein und schaue, ob man damit irgendwas reißen kann. Und welche von den rostigen Haken darf ich nehmen? Ist doch ein super Seilprotektor hier. Reicht's runter? Ich glaube schon. Soweit ich gucken kann. Wenn du die Arme noch dazu rechnest, müsste es reichen. Nur der blöde Überhang da unten stört mich ein bisschen. Strickleiter gebaut. Fehlen leider 2 Meter. Vielleicht kann man die von unten anspringen. Ich geh mal 2 Meter runter und schaue, aber da unten ist echt ein großer Überhang und unsere Leine vom Chinesen, die Wäscheleine, ist leider 2 Meter zu kurz. Ich glaube, da müssen wir nochmal wiederkommen. Aber jetzt schaue ich mal. Vielleicht liegt ja die Leiter unten. Also runterkommen würde ich schon. Aber raufkommen würde ich, glaube ich, nicht mehr. Gehen wir wieder raus und machen ein Picknick. Bitte, danke. Dann klettern wir halt wieder raus. Man hätte das Seil nur einfach nehmen können. Dann hätte es gereicht. Aber das war nur so ein blöder Wäschestrick. Das war mir echt ein bisschen zu heiß. Sollen wir nochmal wiederkommen? Ja, können wir nochmal probieren. Und was haben wir hier? Mehr Wäscheleinen. Vielleicht reicht es ja diesmal für die Höhle. Was ist da los? Es saugt mich rein und dann bläst mich wieder raus. Alle meine Falten glatt. Ja. Das Loch filmen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen können, Claudia. Hat diesen fetten Rucksack vom Boden weg hier reingesaugt. Das gibt's überhaupt nicht. Ich bin mal wieder raus, während die nächste Welle. Aber stell ihn dahinter, irgendwo hinter. Ja. Das Wasser ist nicht so ruhig wie gestern, aber sieht ganz gut aus. Aber der Wind ist unglaublich. Ich glaube, wir gehen hier nicht rein, Claudia. Immer eine kurze Ruhephase Dann von 10-20 Sekunden. Ah. Ruhephase schon wieder vorbei. Und willst du reingehen, Claudia? Nein. Okay, jetzt weg. Weg, weg, weg aus dem Sog. Achtung. Deine Frisur ist ein bisschen zerwurschtelt. Was ist denn da passiert? Hier kommt alles raus. Sehr geil. Mal, jetzt habe ich extra ein neues Seil dabei von der Tankstelle. Eine Strickleiter gebaut, eine halberte. Und wir können trotzdem nicht in die Höhle. Stärke 12 ist nichts weg. Das war. Ich habe noch nie erlebt sowas. Das war die absolute. Du konntest dich eigentlich nicht auf den Beinen halten. Nee. Du hast die Brille von der Nase gezogen. Ja. Brille von der Nase, Rucksack in die Höhle gesaugt. Gehen wir lieber biken.
Fachana Klippen besteigen. Komm jetzt da runter. La Fachana. Ich glaube, wir sind unten. Ich glaube auch. La Fachana de Franceses. Wo ist jetzt mein kaltes Bier? Ja, wo ist die Bar? Gibt's nichts. Aber schön. Ja, die Claudia hat ihre eigenen Vorstellungen vom Picknickplatz. Auf dem Trail ist vor dem Abhell und das ist ein sacksteiler Abhell. Aber die Barrancos sind schon hübsch. Sind wir bald da? Ich glaube nicht. So muss eine Tour enden. Wir haben extra alles dabei. Zum zweiten Mal schon. Ich habe mir so eine schöne Strickleiter gebaut. Mit dem Seil von der Tankstelle. Aber es ist die falsche Tageszeit scheinbar. Irgendwie kurz vor Flut. Da ist ein Sturm in diesen Eingängen, das ist unbeschreiblich. Sorry, ich bin nie erlebt. Und hat den Rucksack reingesaugt. Der lag vor der Höhle in der Mulde und schwupp hat sie ihn in die Höhle gesaugt. Zum Glück ist er irgendwie in so einem kleinen Loch hängen geblieben. Oh Gott. Gott sei Dank hat es dich nicht reingesaugt. Tja. Ich glaube, ein drittes Mal kommen wir nicht hier runter. Oder doch? Wir müssen wahrscheinlich bis zur Ebbe warten. Das wären jetzt noch 6-7 Stunden. So lange halte ich es hier nicht aus. Da gehen wir lieber radeln. Oder? Mal schauen. Oh, diese Höhle ist die Hölle. Ein bisschen gruselig. Und jetzt? Ich war auf die gleiche Idee gekommen. 2 Kilometer, Claudia. Ich warte draußen. Okay. Bis dann. Ja.